Eine Gewichtsgrenze für einen Fahrradanhänger, oh mein Gott. Förderung für Infrastruktur, also Fahrradwegeausbau, geht doch. Wir schauen uns das etwas genauer an. Stiftung Warentest hat es wieder gemacht. Sie haben was für uns Fahrradfahrer getestet und da gibt es deutliche Kritik. Das Bundeswaldgesetz erhält nun endlich einen besseren Rahmen, wo man auch mal einschätzen kann, um was es da überhaupt noch geht. Dein Carbonrahmen musst du jetzt endlich nicht mehr wegschmeißen. Du kannst ihn auch endlich reparieren lassen, auch hier in Deutschland. Das sind die Themen für die Fitbikes News. Viel Spaß. Ja, im Sommer passiert in der Bike-Industrie ein bisschen weniger, denn da sind die Läden voll, da kommen die Leute in die Fahrradläden, wollen Räder kaufen und da ist sehr viel Arbeit angesagt. Aber so in der Bike-Industrie, da hält sich noch einiges zurück. Außerdem war natürlich die Eurobike schon am Anfang des Sommers, also im Juni, und daher sind die größten News für dieses Jahr eigentlich schon rum. Aber es gibt immer noch ein bisschen was zu erzählen und aktuelle Themen sind natürlich auch immer noch da. Und da schauen wir uns als erstes mal die Anhänger an. Politik in der Fahrradindustrie, Teil 1, Anhänger. Es gibt eine oder es soll bald eine neue Regelung kommen für ungebremste Anhänger. Das heißt, das Zuladungsgewicht wird vorerst auf 50 Kilogramm beschränkt. Und bevor jetzt alle gleich wieder aufschreien und meckern, schauen wir uns mal kurz den aktuellen Stand an. Ich selbst habe einen Kitwire von Cruiser. Das ist ein ganz normaler Kinderanhänger für ein Kind. Und da ist das maximale Zuladungsgewicht schon jetzt bei 35 Kilo. Wenn wir uns jetzt den aktuellsten Thule-Gepäckanhänger, also besser gesagt Lastenanhänger anschauen, den größten, da sind wir bei maximal 45 Kilo. Also von dem her ist diese Grenze sogar noch über den aktuellen Werten anzusehen. Und es gibt sogar noch eine Ausnahme, und zwar wenn ihr den Anhänger an der Hinterachse festmachen könnt, dann sind sogar Lasten bis 60 Kilogramm möglich. Das heißt, wenn der an der Hinterachse fest ist, könnt ihr 60 Kilo Zuladungsgewicht noch hinten drauf packen. Das Zuladungsgewicht beinhaltet aber nicht das Gewicht des Anhängers. Das heißt, ihr habt 60 Kilo, die ihr da hinten reinpacken könnt. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Also wer mal mit einem 40 Kilo Anhänger gefahren ist, der weiß, wovon ich rede hier. Das ist schon nicht mehr ganz so angenehm zu fahren. Da wird es dann schon etwas schwammig, das ganze Fahrrad. Und deswegen finde ich jetzt persönlich die 50 Kilogramm nicht irgendwie zu wenig. Wir werden sehen, was eh noch rauskommt. Also auf der Eurobike hat man schon gesehen, die ersten experimentieren schon mit irgendwelchen gebremsten Anhängern, wie beim Auto auch. Und da sind dann bestimmt auch wieder höhere Lasten möglich. Gerade in dieser heutigen Zeit, wo man sagt, man möchte ja mehr Verkehr auf das Fahrrad bringen. Und da gibt es viele Handwerker zum Beispiel, die wahnsinnig schwere Werkzeugkoffer oder irgendwelche Ersatzteile mitschleppen wollen. Und denen muss man ja auch irgendwas bieten können. Also von dem her, nicht gleich meckern. Das ist schon eine ordentliche Grenze, 50 bzw. 60 Kilo, das langt den meisten Fahrern. Mehr Geld für Radverkehr in Deutschland. Es gibt ein Sonderprogramm des Bundes, das nennt sich Stadt und Land. Und dort ist ein gewisses Vermögen drinnen. Und dieses Vermögen kann nun eingesetzt werden von den Kommunen, um den Radverkehr in Städten und auf dem Land zu stärken. Wir hatten ja in der letzten Newsfolge auch schon das Thema, ja, Fahrradfahren auf dem Land ist nicht ganz so toll. Und auch in dem Podcast haben wir mit Max und mit Kim mal drüber geredet, wie denn so Fahrradfahren bei den jeweiligen Podcastern so aussieht. Hört da auch gern mal rein. Auf jeden Fall hat der Bund jetzt das Stadt- und Landpaket nochmal bis 2030 gefestigt. Ich muss jetzt noch mal nachlesen, wie viel da drin steht. Also für den Zeitraum der Mittelbereitstellung vom Programmbeginn bis 2030 stehen insgesamt rund 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon entfallen rund 148,07 Millionen Euro auf den Haushalt 2024. Also das ist schon eine Menge, die da investiert wurde. Also es wurde viel geplant und wer die deutsche Bürokratie kennt, die dauert immer ein bisschen länger. Also es ist jetzt vieles schon in der Planung, teilweise auch schon in der Umsetzung, aber es dauert halt immer, bis irgendwas gebaut werden kann. Und sind wir ehrlich, es gibt auch noch genügend andere Verkehrsteilnehmer, die dann natürlich immer ein bisschen dagegen sind, wenn da jetzt irgendwo ein Fahrradweg entsteht. Auf jeden Fall hat der Bund bis 2030 nun 1,9 Milliarden Euro für solche Projekte in der Tasche. Und es sind bis jetzt, es sind schon 3000 Maßnahmen davon
bewerkstelligt worden. Also von dem her, es gibt auf jeden Fall da den Ansatz, dass das Ganze jetzt noch schön aufgebraucht wird. Und sind wir mal ehrlich, uns Fahrradfahrer freut das. Stiftung Warentest und Fahrradanhänger. Fahrradanhänger die zweite. Stiftung Warentest hat es wieder gemacht. Sie haben einen neuen Test für Kinderanhänger gemacht. Soweit ganz gut. Wir feiern das immer, wenn die Stiftung Warentest was testet, weil die einfach noch mal ein bisschen genauer schauen können. Denen stehen einfach mehr Möglichkeiten für solche Tests zur Verfügung als zum Beispiel uns. Wir testen das im Alltagseinsatz und die schauen halt auch noch mal ein bisschen auf Szenarien, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind. Und ein Szenario, was sie getestet haben, das kommt sehr, sehr selten vor. Also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass ein Fahrradanhänger komplett auf dem Kopf stand. Und die Kritik, die in den Medien laut wurde, ist eben auch die gleiche. Also das ist ein so seltenes Szenario, dass ein Anhänger mal komplett auf dem Kopf steht, dass es eigentlich fast nie vorkommt. Und das ist ein Kritikpunkt, den die Stiftung Warentest an diesen Anhängern hatte. Da geht es darum, dass im Falle eines Unfalls der Hänger sich komplett einmal um 180 Grad dreht und dann am Boden auf dem Dach quasi rutscht. Ja, und da gibt es ein paar Anhänger in diesem Test, die das eben nicht geschafft haben, dass das Kind da komplett sicher drinnen sitzt. Punkt 1. Ihr solltet euren Kindern auch im Fahrradanhänger einen Helm anziehen. Hat einfach nur den Grund, es kann auch immer zu einem Unfall kommen, der nicht von euch irgendwie initiiert wird, sondern dass im schlimmsten Fall ein Auto noch mit drauf fährt. Das Kind braucht einfach ein bisschen mehr Schutz. Deswegen ist ein Helm im Hänger meiner Meinung nach auch auf jeden Fall Pflicht. Das Zweite ist, dieses Szenario passiert selten, denn der Hänger kippt meist nur auf die Seite und dadurch, dass alles, was im Hänger ist, dann ein bisschen nach unten drückt, purzelt er nicht weiter, sondern rutscht dann eher kurzfristig auf der Seite weiter und bleibt dann meist liegen. Also da gibt es Kritik eben von einer Seite, die heißt Fahrrad und Familie, und die haben das Ganze nochmal aufgedröselt. Der zweite Punkt, der da auch mit die ganzen Abwertungen dieser Kinderanhänger oder in diese Abwertung mit eingeflossen ist, da geht es um PFAs, also quasi um Weichmacher. Die sind schädlich für die Umwelt als auch für den Menschen. Allerdings in den Konzentrationen, in denen es in einem Fahrradanhänger vorkommt, sind sie für den Menschen absolut unbedenklich. Hat sogar ein Chemiker bestätigt. Also diese ganzen Sachen, die kommen zum Beispiel im Schiebegriff, kommt sowas vor, in den Seitenwänden, meist auch in diesen Sichtfenstern ist dieser Weichmacher drin. Muss einfach so sein, damit es nicht spröde wird und bricht, sondern damit es auch sehr lange hält. Man kann ja diese ganzen Anhänger meist auch rauf und runter klappen und das muss natürlich auch halten. Und deswegen sind Weichmacher drin und diese PFAs, die kommen sogar in anderen Produkten vor. Also sie kommen in Kosmetika vor, in Kochgeschirr, Papierbeschichtungen, Textilien oder auch in Skiwachsen. Und da sind sie auch eigentlich, gerade bei Skiwachsen, sind sie halt absolut der Natur ausgesetzt. Also das heißt, ihr habt das ja unten am Ski dran und fahrt damit über eine Piste, die unter dem Ski vielleicht sogar noch schmilzt. Und da ist natürlich eine tolle Verbindung für diese Weichmacher in die Natur dann gegeben. Also von dem her ist es ein schwieriges Thema, aber so wie sie in den Fahrradanhängern verbaut wurden, sind sie für die Menschen bzw. für die Kinder sind sie unbedenklich. Denn die Auswirkungen auf die Natur kann man ein bisschen umgehen, indem man einfach sagt, man kauft nicht alles neu. Es ist ja immer so, es werden mehr Weichmacher werden eingesetzt, wenn ich ständig irgendwas neu kaufen will. Wenn ihr einen guten Anhänger kaufen wollt, nehmt euch einen gebrauchten. Da kann ich euch empfehlen, die Cruiser-Anhänger halten ewig, die sind meist noch in Top-Zustand, selbst wenn die Kinder die ordentlich runterrocken, die können noch einiges. Also wenn ihr da ein bisschen Einwirkungen drauf haben wollt, dann kauft euch einfach einen gebrauchten Kinderanhänger. So bringt ihr keine neuen PFAs in die Umwelt, sondern ihr nehmt einfach die, die eh schon vorhanden sind. Also das wäre natürlich so ein kleiner Tipp. Aber Kritik an den Stiftung Warentest-Tests, hier auch mal wieder von Fahrrad und Familie, packen wir euch unten in die Videobeschreibung. Bundeswaldgesetz-Update. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass das Bundeswaldgesetz nach 50 Jahren mal ein Update erfahren soll und dass da der Aufschrei relativ groß war in der Fahrradwelt. Also jetzt nicht unbedingt bei den Trekking-Leuten, die sagen, ich fahre auf meinem Feldweg da eh nur durch und das ist alles super. Aber bei Mountainbikern war das schon sehr, ja, wurde es mit Sorge betrachtet. Denn in Baden-Württemberg haben wir ja auch schon die Regelung, diese 2-Meter-Grenze, die ist für Mountainbiker nicht unbedingt sehr förderlich.
Jetzt hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Wald als, oder besser gesagt, die Nutzung des Waldes als eine wichtige Ökosystemleistung anerkannt. Das Betretungsrecht mit dem Fahrrad im Wald bleibt weitestgehend unangetastet. Gleichzeitig wird die Erholungsfunktion im Allgemeinen gestärkt. Das ist schon mal ein positiver Ansatz. Das heißt, es soll eigentlich nicht so viel verändert werden, wie es aktuell ist. Aktuell ist es eher noch auf Bundesländersache, aber es soll halt mal einen gewissen Rahmen geben, der vom Bund dann kommt, der das Ganze ein bisschen definiert. Wir lassen uns das vom Ingo noch mal ein bisschen genauer erklären. Wer das mitbekommen will, der sollte unseren Podcast auf jeden Fall immer anhören, fleißig. Dort werden wir den Ingo noch mal einladen. Der ist von der DIMP, also von der Deutschen Initiative Mountainbike, und der wirkt da aktiv mit an diesem ganzen Gesetzesentwurf. Und den werden wir uns nochmal vors Mikro holen. Also wer das gerne hören will, wie es ums Bundeswaldgesetz steht, der darf gerne unseren Podcast mal anhören. Wird noch ein bisschen dauern, aber er kommt. Fiber Rescue, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, diese Firma. Aber es gibt eine neue Firma in Traunstein. Das ist im Chiemgau unten, also es ist ziemlich nahe am Chiemsee. Wer jetzt einen kaputten Carbonrahmen hat, der soll sich doch mal mit den Jungs dort in Verbindung setzen. Die haben sich spezialisiert auf Reparaturen von Carbon, denn Carbon ist aktuell noch ein sehr schlecht recycelbares Material, und wir haben es auf der Eurobike schon gesehen, es gibt mittlerweile Ansätze, dass man Carbonrahmen recycelt, die dann auch wiederum in neue Carbonrahmen gebaut werden. Das kann man aber nur mit speziellen Fasern machen, die sehr hochwertig sind, denn die Stufen werden, glaube ich, immer schlechter, je mehr man das macht. Aber es ist auf jeden Fall schon möglich. Aber bis das flächendeckend eingesetzt werden kann, vergeht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, und bis dahin könnt ihr eure kaputten Carbonrahmen nun endlich auch hier reparieren lassen. Finde ich eine gute Möglichkeit, um nicht so viel Müll zu produzieren. Außerdem ist so ein Carbonrahmen auch wahnsinnig teuer. Also wenn du damit mal gefahren bist und dann ist er kaputt, ja, dann brauchst du ihn jetzt nicht unbedingt wegschmeißen, sondern kannst ihn reparieren lassen. Das ist meist günstiger, als wie wenn du dir einen neuen Rahmen kaufst. Es geht los bei 359 Euro für eine Reparatur. Es ist natürlich nicht alles möglich. Also einen kompletten Bruch, weiß ich nicht, ob man das wirklich so gut reparieren kann. Aber wenn ihr irgendwelche kleinen Kratzer drin habt, irgendwelche kleinen Risse drinnen habt, setzt euch mit den Jungs in Traunstein mal in Verbindung, Jungs und Mädels natürlich in Traunstein in Verbindung, die kümmern sich dann drum, und da kriegt ihr dann hoffentlich auch ein gutes Angebot. Vielleicht können wir dann auch aus unserem Chinoa-Rahmen, der schon seit Jahren hier hinten hängt, endlich mal wieder einen neuen fahrbaren Rahmen machen. Das war's mit den News im August. Ja, der August ist ja eh schon rum eigentlich, aber wir waren alle in Hamburg. Das war's mit den News im August. Der August ist rum. Aber wir haben euch natürlich noch mit dem versorgt, was wir noch so im August alles rausfinden konnten. Bleibt auf jeden Fall mit dem Abo dabei, dann verpasst ihr auch die nächste News-Folge nicht, wenn es dann im September wieder mal rund geht. Der September ist meist ein sehr interessanter Monat, da passiert noch ein bisschen was. Und die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass da von einem großen deutschen Hersteller vielleicht noch eine richtige Packung kommt. Bleibt auf jeden Fall mit dem Abo dabei, dann verpasst ihr das auch nicht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Basti.